schöne Blümchen sind hier ganz grau. Ohne Verzellscher ist meistens rau. Es ist hässlich, ever mit Hetz. Am wunderschönen Ebertplatz. Sag mal, Biermann, besoffen oder was? Nee, wieso? Ja. Ich wohne hier. Hier? Ja, klar. Tatsächlich? Ja, ja. Es ist hässlich, ever mit Hetz. Ja, aber der Ebertplatz ist ja gerade so ein bisschen in Verruf, ne? Also man darf es nicht verharmlosen, aber es ist medial natürlich jetzt total krass. Eigentlich passieren hier ziemlich geile Sachen auch. Leider, das ist halt nie in der Presse, du hast halt unten die Kunstszene. Hier finden halt manchmal so Flashmobs statt oder die spielen Rundlauf nachts mit 500 Mann. alles ist mit Kunstrasen ausgelegt und hier hat auch mal eine Death-Metal-Band gespielt. Wenn es in Berlin wäre, wäre es total cool. Und hier in Köln berichtet halt dann leider keiner drüber. Das ist schon ein sehr cooles, belebtes Viertel eigentlich. Dein Vater ist ja Kafi, der Ex-Sänger von den Blackfist. Wie war das für dich, als er damals groß rauskam? Das war total krass. Er hat das total gelebt. Köln ist und blieb uns Heimat. In so große Fußstapfen treten und auf einmal auf der ganz großen Bühne stehen. Von Null auf Heumarkt. Krasse Nummer, da geht natürlich... Der Tommy ist viel besser. Ja, genau. Und geht natürlich im Kopf, glaube ich, sicherlich auch ganz viel ab. Und ich war da auch in einer schweren Phase, habe gerade Abitur gemacht, musste irgendwie selber gucken, wo willst du hin. Und der mit seinen Gedanken ganz woanders, das war eine schwere Zeit für uns beide, glaube ich. Das hat uns auch so ein bisschen auseinander, damals für die Zeit so für eine Weile auseinander gedriftet, gezogen. Aber alles wieder prima? Jetzt ist seit ein paar Jahren tatsächlich auch wieder alles prima. Haben die Blackfist und so dich auch musikalisch geprägt? Es war vielmehr Nirvana, Kurt Cobain. Kurt Cobain? Ja. Die haben immer gesagt, so, der Trend ist zu uns gekommen und wir haben nicht, die wollten halt mit dem Trend an sich nichts zu tun haben und waren dann so mega gehypt. Muss man sich mal überlegen, die haben, als das Nevermind-Album auf dem Höhepunkt war, in jedem westlichen Land auf Platz 1, haben die sich mit der Plattenfirma zusammengesetzt. Die wollten die natürlich auf große Welttournee schicken, große Stadien und so. Und dann sitzen die drei da, so angeführt von Kurt Cobain und sagen, nee, machen wir nicht. Wir machen auch übrigens gar nichts. Dann kommt er wieder, nach einem Dreivierteljahr haben die komplett durchgezogen und nutzt die Popularität und gibt nach einem Dreivierteljahr das erste Interview dem größten Schwulenmagazin in den USA und macht ein Titelshooting im Frauenkleid. Es hat mich so abgeholt, weil du weißt so, okay, das ist wirklich echt. Denen geht das wirklich auf den Sack. Die haben keinen Bock auf Popstar. Die machen Musik. Er hat sich dann aber ja umgebracht. Ich habe hier mein Zimmer hab ich komplett schwarz gestrichen. Ich habe wochenlang mit keinem geredet. Du hast nicht geredet? Nee, gar nicht. Das ist keine Geschichte? Ja, nein, das ist keine Geschichte. Das war auch die einzige Phase, da habe ich mich mit meiner Mutter noch mal kürzlich drüber unterhalten, wo die sich wirklich Sorgen um mich gemacht hat. Jetzt bist du fast 40, bist nicht verheiratet, kein Kind und kein rein Mittelhaus in Hürth-Efferen. Nee, war auch irgendwie nie mein Ding. Ich hatte zwar eine lange Beziehung, das war auch eine schöne Beziehung, wir sind auch im Guten auseinander, aber das hat mich nie so abgeholt, das war einfach nicht meins. Das wohlgesparte Geld gebe ich sehr gezielt aus in meinem Leben tatsächlich, weil ich so ein relativ bescheidener Typ bin. Ich gebe das aber dann, wenn ich es ausgebe, eigentlich immer für Reisen aus. Mein Hobby ist Reisen. Ich war einmal in New York. Ja, eben nicht. Also ich bin tatsächlich auch auf allen Kontinenten schon gewesen. Ich habe auch zweimal bin ich eigentlich komplett rumgeflogen schon. Ich konnte jetzt auch Anfang diesen Jahres mir tatsächlich einen ganz, 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 ganz großen Kindheitstraum erfüllen. Seit ich 4 Jahre bin, bin ich total begeistert von Haien. Haie? Und, also Haie hier im Wasser. Und, Hai. Ich wollte halt einfach mal einsehen. Dann bist du doch eigentlich auch so ein Auswanderer-Typ, oder? Wir sind als Kinder mit der Familie früher immer nach Malle geflogen. Da hatten wir auch eine sehr schöne Finca. So alle Ferien da verbracht und ein anderer Familienteil zog uns nach und die sind dahin dann tatsächlich ausgewandert. Und das ist halt abseits der heißen Phasen, wenn die Touris halt nicht mehr da sind, total einsam. Und ich habe das dann halt sehr mitgekriegt, wie die dann doch so in der Einsamkeit dem Alkohol sehr nahe standen und bis heute noch. Also das war immer sehr traurig eher. Und ja, auch in Venezuela dann so als anderes Beispiel, so Karibik traumhaft. Die waren aber auch alle am Trinken. Weiß ich nicht, das hat mich irgendwie so abgeschreckt, weil ich, es gibt ja auch viele schöne Sachen in Deutschland. Jetzt hast du Los Mazinge gewonnen. Also Los Mazinge Newcomer Livecasting, da muss man schön hörschen. Wenn du jetzt großen Erfolg hättest demnächst, bleibst du denn hier wohnen? Ja. Auf jeden Fall.
Ich fühle mich hier so wohl. Das ist ja sowieso, das ist ja so wie mit Kölle überhaupt. Der Traum von California. Bussi, Bussi an der Côte d'Azur, der Rudekirche nach Riviera, wird lang flaniert. In Hollywood sieht man nach Miami weiß. Und in Port-au-Prince sind nicht nur die Mädchen heiß. Man muss nur ganz, ganz fest dranbleiben. Ganz, ganz fest. Dann wird der Traum auch ganz flügbar. Von Köln, von hier.